So, hallo und willkommen zum nächsten Video. Ich merke gerade, mein Lautsprecher oder mein Mikrofon ist sehr leise. So, probieren wir es nochmal. Jetzt sollte es zumindest ein bisschen lauter klingen. Ja, es gibt noch ein paar kleine Tweaks für Arch, die ich so ein bisschen beschreiben möchte. Vor allem auch die Gründe, warum. Punkt Nummer 1 ist, jedes Linux hat ein sogenanntes TEMP-Verzeichnis, wo eben diverse temporäre Daten abgelegt werden. An und für sich ist das Ganze recht angenehm, weil ähnlich wie das TEMP-Verzeichnis in Windows hat natürlich auch das TEMP-Verzeichnis unter Linux eine gewisse Berechtigung, wo eben bestimmte Daten zwischengespeichert werden. Das Traurige an der Sache ist natürlich, sie werden nicht immer wieder gelöscht. Und wenn ihr genug Arbeitsspeicher in eurem Rechner habt, ich denke mal so 16 GB sollten es sein, 32 wären besser, kann man dieses TEMP-Verzeichnis auch wunderbar in den Arbeitsspeicher legen. Das heißt, sobald ihr euren Rechner neu startet, sind auf jeden Fall sämtliche TEMP-Daten gelöscht. Und aus Sicherheitsgründen sollte man vielleicht auch, die Möglichkeit entziehen, dass Daten in diesem TEMP-Verzeichnis ausgeführt werden können. Hintergrund ist eigentlich ganz einfach. Nehmen wir mal an, ihr surft im Internet, ihr kriegt irgendwoher eine Malware, also so eine typische wir meinen Bitcoins für dich und behalten das Geld Malware. Oder es wird allgemein Schadcode im TEMP-Verzeichnis abgelegt und man kann diesen Schadcode nicht ausführen. Ja. Wäre natürlich von Vorteil, würde ich mal sagen. Von daher gibt es ein paar kleine Sicherheitstweaks, die wir da vielleicht mal angehen sollten. Wie gesagt, ihr solltet mindestens 16 GB haben. Besser wären natürlich, mehr ist natürlich immer besser. Das heißt, am besten natürlich 32 oder vielleicht sogar wie ich 64 GB. Aber ja, prinzipiell kann man das Ganze natürlich auch noch ein bisschen anpassen. So, was wir natürlich machen müssen, ist erstmal die FS-Tab bearbeiten, denn hier soll ja eigentlich unser TempFS rein. Ihr seht, bei mir ist es momentan ziemlich leer. Ich habe eben, wie gesagt, nur meine zwei NVMEs da drin. Die Festplatten hängen per ZFS dran. ZFS ist ein bisschen aufwendiger zu konfigurieren, deswegen wer das nutzt, der sollte sich damit wirklich einlesen. Und nachdem die Dokumentation momentan zwar vorhanden, aber doch recht lückenhaft ist, beziehungsweise recht komplex geschrieben ist, traue ich mir persönlich noch nicht zu, darüber ein Video zu machen. Aber gut, TempFS. Geht im Endeffekt recht einfach. TempFS heißt, die Daten werden vorübergehend im Arbeitsspeicher abgelegt, werden im Arbeitsspeicher behalten, solange der Rechner läuft, und sobald der Rechner neu gestartet wird, wird das TempFS gelöscht. Wer das nicht macht, der sollte sein TempFS auf jeden Fall auf irgendeine schnelle Festplatte legen, am besten eine NVMe. Aber wie gesagt, für mich gibt es jetzt erstmal eben das so. TempFS. Natürlich, was ist mein TempFS? In dem Fall slash temp. Also wir können es ja auch nochmal hier angucken. So, machen wir hier mal ein bisschen größer. Also hier werden, wie gesagt, zigtausend Daten abgelegt, zum Beispiel die systemd-services und so weiter und so fort. Und gerade sowas hier, X-Out und so weiter, solche Daten möchte ich nicht dauerhaft auf meinem System behalten. Daher schmeißen wir die automatisch runter. So, was für ein Dateisystem ist das? TempFS. So. Und jetzt kommen unsere Optionen für dieses TempFS, unter anderem natürlich Read-Write. Dann Nodef, dann NoSUID. Und jetzt können wir auch die Größe angeben. Wie groß soll dieses TempFS maximal werden? Wie viel Arbeitsspeicher darf es fressen? Bei 16 Gig würde ich, also bis 16 Gig würde ich sagen, maximal 2 Gig. Zwischen 16 und 32 könnt ihr 4 Gig machen. Ab 32 könnt ihr theoretisch auch 8 Gig machen. Allerdings möchte ich auch nicht, dass da wirklich viele Daten drin liegen, weil das Größte, was ich bisher zum Beispiel auf Arch gebaut habe, wo er Temp verwendet hat, war, glaube ich,
Ja, WebKit GTK, glaube ich. Von daher sollten 4 GB eigentlich reichen. Ups, das war nicht sehr intelligent. So, 0,0. Was wir auch noch machen möchten, ich möchte hier jetzt ein No-Execute setzen. Das No-Execute einfach nur aus dem Grund, ich möchte nicht, dass Daten im TIM-Verzeichnis ausgeführt werden. Das heißt, wir können hier noch ein No-Execute ranhängen. Damit verhindern wir, dass hier Daten ausgeführt werden. Das Gleiche machen wir jetzt im Endeffekt nochmal. Ja, und zwar für. Es gibt nämlich mehrere Verzeichnisse. In dem Fall wäre das. Ah, nicht war temp, war cache. Da möchte ich auch nichts ausführbar haben. Können wir eigentlich auch mal machen. Tempfs, tmpfs. So, und hier bin ich jetzt einfach nur stinkfaul. Es gibt hier nämlich im Arch-Wiki, das kann ich auch hier gerne nochmal verlinken in meinem Video, gibt es nämlich eine Empfehlung, was man dafür verwenden sollte. Und das kopiere ich jetzt einfach mal rein. So, Read-Write. Size ist gleich 1 Gigabyte, maximal 5000 iNodes. Darf nicht ausgeführt werden, es ist kein Device, es bekommt keine Super-User-ID, also Root. Genau, und auf welchem Benutzer soll das laufen? Auf mich und auf welche Gruppen-ID? Auch ich. So, jetzt muss ich da jetzt nochmal nachgucken. Ob das, was ich gerade gesagt habe, natürlich auch stimmt. Ja, weil gerade mit NoSUID. Und dafür gibt es auch noch was richtig Schönes. Manual, die Manual Page, die sogenannten Man Pages. Sind natürlich alle auf Englisch, weil ihr wisst, Englisch und so. Ja, mandatory bei Linux. Und hier müsste jetzt eigentlich auch die. Hier kann man übrigens auch suchen mit Backslash. Oh, Pattern not found. Das ist sehr schade. Weil eigentlich habe ich es auch richtig geschrieben. Tatsache. Er lässt es mir nicht zu. Description, First Field FS Back. Das ist jetzt wirklich. Okay, Use Default Options, RW, SUID, DevExec. Okay, also hier seht ihr, wenn ihr Defaults angebt, werden diese Flags hier gesetzt. Read-Write, SUID, DevExecute, Auto, No User and Async. Auto zum Beispiel heißt, das System wird automatisch beim Booten eingefügt. No User heißt, es gehört keinem spezifischen User. No Auto wäre natürlich klar, logisch, wenn Auto heißt automatisch mounten, ist No Auto nicht automatisch mounten. User allows, dass man dieses Verzeichnis als Benutzer einhängen darf. Das wird zum Beispiel generell für alle USB-Sticks gesetzt. Und hier kann man auch festlegen, wem gehört das Ganze eigentlich. Was mich so ein kleines bisschen gerade irritiert ist, warum ist hier SUID nicht aufgeführt? Das würde mich nämlich wirklich mal interessieren. Aber dafür gibt es hier dieses wunderschöne Wiki. Ja. So. Erklärung von NoDev and No SUID in FSTAB. So. Die Option NoDev Mount gibt an, dass das Dateisystem keine speziellen Geräte enthalten darf. Dies ist eine Sicherheitsmaßnahme. Sie möchten nicht, dass ein Benutzer weltweit zugängliches Dateisystem für dieses Potenzialerstellung von Zeichengeräten oder zum Zugriff auf jeweilige Geräte Hardware erhält. Das stimmt. Man kann nämlich, Linux ist im Endeffekt ein Dateisystem, also ein dateibasiertes Betriebssystem. Das habt ihr bestimmt schon, ne? Q. Das habe ich euch ja schon eingängig gesagt. Es gibt bei slash dev sind alle eure Devices drin. Ne? Unter anderem hier die Festplatten sind hier drin. Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Eure Grafikkarten sind hier im Endeffekt abgelegt. Ja, also sämtliche Hardware-Input müsst ihr nämlich A, B, C, D, E, F, G, H. Ach, Input ist gerade nicht hier.
Das wird wohl über Systemd woanders hin gemountet. Aber prinzipiell werden eure Geräte generell hier angelegt. Ja, und natürlich könnt ihr, wie gerade schon erwähnt, Input, es gibt zum Beispiel U-Input, können Geräte auch woanders angelegt werden. Und das möchtet ihr nicht in Temp haben, wo jeder Zugriff auf alles hat. Deswegen dieses NoDev. Genau, NoSUID heißt, es gibt keine festgelegte Benutzer-ID. Es ist sinnvoll, um bla 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 Schreibzugriff der Welt zu verhindern, das Risiko einer Root-Eskalation oder anderen Schrecklichkeit besteht. Ja, wie gesagt, das sind so die Empfehlungen von Arch, die hier so ein bisschen. Ach, jetzt habe ich es geschlossen. Na egal. Das sind so die Empfehlungen, die Arch eben noch gibt, sowas noch zu setzen. Heißt TempFS auf var und var cache. Auf var cache könnt ihr das 1 Gigabyte wirklich lassen. Also ich wüsste jetzt nicht, warum ich da mehr Speicher haben sollte. Es sollte euch allerdings irgendwann mal ein Kompilierprogramm, Prozess oder irgendwas anderes auf die Bretter gehen. Ja, da einfach beheben und neu einbinden. Das wäre auch noch so ein Punkt. Kurze Erklärung. Wer die Kommentare unter meinen Videos verfolgt, weiß, dass auch schon gefragt wurde, ja, Linux als effizientes, anonymes System zum Surfen. Das ist so eine Sache. Anonymes Surfen ist möglich, allerdings mit sehr, sehr hohem Aufwand und es liegt auch nicht nur an der Technik, anonym zu surfen. Ja, ich weiß nicht, wer von euch schon mal von Tor gehört hat oder diesem ominösen Darknet. Tor und Darknet kann zur Anonymisierung beitragen, wenn richtig benutzt. Allerdings nutzen euch die besten Anonymisierungstools nichts, wenn ihr euch auf Facebook einloggt und natürlich direkt mit eurem Klarnamen dann hier Posts verfasst. Von daher ist anonymes Surfen, Tor ist eine gute Hilfe, Tor ist ein gutes Tool. Allerdings müsst ihr natürlich auch selbst aufpassen, dass ihr eben nicht in gewisse Muster verfallt. Wer immer wieder über denselben Anschluss dieselben Webseiten aufruft, ist auch irgendwann identifizierbar. Von daher empfehle ich euch dieses wunderschöne Video auf YouTube vom Chaos Computer Club. Ich weiß gar nicht mehr, aus welchem CCC das war. Du darfst alles hacken, du darfst dich nur nicht erwischen lassen. 35C3. Dann gibt es auch noch ein schönes Video zum Thema OPSEC. Ich weiß jetzt allerdings, ja, das ist glaube ich das gleiche. Also wie gesagt, hier ist es auf Deutsch. Das ist von Linus Neumann gehalten, auch ein recht fähiger Mensch. Wo es halt im Endeffekt darum geht, ja, wie gesagt, du darfst dich nur nicht erwischen lassen. Wo es eben auch unter anderem um Anonymisierung geht, wie man Anonymisierung richtig einsetzt. Dann gibt es auch noch wer wirklich anonym sein möchte, gibt es auch noch ein wunderschönes Video. Das heißt, Track Me If You. Oh. Auch ein unglaublich interessantes Video zum Thema Anonymisierung und Tracking. Beide Videos werde ich euch übrigens in meiner Beschreibung verlinken. Also sehr, sehr, sehr interessant. Und wie gesagt, was man damit machen kann, ist, es gibt auch einen Blogpost von mir, wo ich mich ein bisschen über Mozilla Firefox aufrege, weil die eben auf Twitter momentan wieder richtig viel Werbung schalten. Unfuck the Internet und wir müssen was tun und stop the tracking. Selbst aber die größten Tracking-Weltmeister vor dem Herrn sind. Wie gesagt, auf meinem Post, ich werde den auch in den Kommentaren in der Beschreibung verlinken, steht eben unter anderem auch drin, warum ich persönlich von Mozilla momentan richtig, richtig stark enttäuscht bin. Es geht unter anderem davon, dass ich kann es doch einfach mal zeigen. So, Firefox frisch installiert, Standardkonfiguration, es wurde noch nichts daran gemacht. So, gehen wir doch mal in die About Config rein. So, hier sind wir, Normandy. Normandy ist ihr seht, es geht direkt zu Mozilla.
Normandy ist eine. Moment. Ach, der fliegt eh wieder raus. Das war auch so gerade übrigens so eine typische Reaktion. Ach, ich klicke einfach mal auf okay. Beim anonymen Surfen solltet ihr das vielleicht nicht machen. So, Firefox Normandy ist eine wunderschöne Schnittstelle von Firefox oder von Mozilla für Firefox. Möglichkeiten, wozu ist Normandy fähig? Normandy kann eine oder mehrere Einstellungen von bestimmten Zielbenutzern ändern. Das kann benutzt werden, um bestimmte Features freizuschalten, welche von einer bestimmten Einstellung kontrolliert werden. Und diese User können bestimmt werden anhand von ihrer Firefox-Version, dem Channel, den sie nutzen, also Release, Beta oder Nightly, ein bestimmter Prozentsatz an Nutzern, das Land, die Firefox-Sprache, die verwendet wird, installierte Add-ons, das heißt, ja genau, das Profil als alle des Profils, irgendeine gesetzte Einstellungen in den Settings und sehr viele Einstellungsmöglichkeiten in der Telemetrie. Ja, und was in der Telemetrie drin steht, weiß ich bei Firefox zum Beispiel gar nicht, was da gesammelt wird. Es kann sein, aktiviere ein bestimmtes Feature für alle Benutzer auf Linux, die KDE verwenden. Aktiviere alles in einem Land oder vielleicht auch deaktiviere ein Feature in einem bestimmten Land. Ja, jeder Benutzer, der einen Werbeblocker hat, darf zukünftig nicht mehr, keine Ahnung, irgendwas anderes benutzen. Jeder Benutzer, der ein bestimmtes Profilalter hat, zum Beispiel den Firefox seit 10 Jahren benutzt, der wird automatisch beim ersten Start umgeleitet auf eine Willkommen für 10 Jahre Firefox-Nutzung. Wie gesagt, ist möglich. Ist vielleicht eine tolle Idee. Wie wäre es denn damit? Jeder Benutzer, der Firefox seit 3 Jahren verwendet, wird umgeleitet auf eine Webseite, die Malware verteilt, die Viren runterlädt. Ja, also solche Einstellungsmöglichkeiten sind schön, wenn man eine Firma ist und damit eben seine Firefox-Version installieren möchte und ausrollen möchte. Ich denke auch, es war ursprünglich für Firmen gedacht. Es ist an und für sich auch kein schlechtes Feature. Was mich an dieser Sache richtig entnervt, ist allerdings Standardinstallation, gerade frisch installiert und Normandy enabled true. Ah, ich habe es gerade angeklickt. Und es geht direkt zu Mozilla. Das heißt, Mozilla kann direkt meinen Firefox-Browser hier bei mir zu Hause steuern. Und sie wissen auch, dass ich das bin, weil User-ID ist eine unique User-ID. Das ist einer der Gründe, weswegen ich Firefox auf meinem System generell nicht benutze. Und ja, ich weiß, es gibt viele, viele, die mich dafür wahrscheinlich verurteilen werden, weil, oh, wie kannst du nur? Aber ich habe mir zum Beispiel, ich habe Google Chrome hier drauf, den habe ich allerdings nur für YouTube und für Google-Dienste. Also das heißt, alles andere mache ich über Brave, einfach nur weil Brave die Möglichkeit bietet, meine kompletten Einstellungen des Browsers, meine Bookmarks und alles ohne einen zentralen Server zu synchronisieren. Das heißt, ich kann eine Synchro-Chain erstellen. Ich kann das ja mal zeigen. Ich kann hier, ich muss mal gucken, nicht, dass da mein Synchro-Key angezeigt wird und dann irgendjemand meine ganzen Einstellungen klaut. Genau, ist momentan nicht drin. Ich könnte jetzt hier eine neue Synchronkette beginnen und könnte dann im Endeffekt mein Handy nehmen, könnte den QR-Code abscannen, auf dem auch Brave installiert ist, Brave for Android, und dann kann ich im Endeffekt meinen Rechner mit meinem Handy synchronisieren, was Einstellungen angeht, was Bookmarks angeht, was gespeicherte Passwörter angeht, was ich euch nie empfehle zu tun, niemals Passwörter im Browser speichern. Wie gesagt, die Möglichkeit habe ich bei Brave und wenn ich allerdings doch mal eine Firefox Engine verwenden möchte, also ich möchte nicht Blink von Google verwenden, sondern ich möchte wirklich mal eine alternative Browser Engine verwenden, die nicht die Fehler von Blink hat, dann könnt ihr den Waterfox benutzen. Waterfox ist im Endeffekt ein Fork von Firefox. Und einer der Gründe, warum ich Waterfox so gerne verwende, ist, ich zeige es euch einfach mal. Ich hoffe, das ist jetzt kein Vorführeffekt und sie haben es wirklich noch. Genau, hier. Die Normandy API ist zum Beispiel komplett deaktiviert.
Das ist einer der Gründe, weswegen ich Waterfox weitaus mehr vertraue als Mozilla. Wie ihr das reinkriegt, das ist gerade bei Waterfox so ein bisschen picky, so ein bisschen mäh. Es gibt unter Arch haben wir eine recht einfache Möglichkeit. Na, ich sollte vielleicht auch mal hier richtig tippen. etc/pacman.conf. So, und zwar gibt es hier unten den Part hier, Home, Hawkeye, Waterfox Arch. Den Teil werde ich euch auch mal in die Beschreibungen verlinken. Ich sollte mir vielleicht langsam mal Notizen machen. Das könnt ihr hier an der /etc/pacman.conf anfügen, einfach unten anhängen. Dann könnt ihr nämlich hergehen, könnt dann sagen, yay-s waterfox-g3. Und was auch wichtig ist, die Sprache waterfox-g3-i18n-de. Dann kriegt ihr im Endeffekt den Waterfox mit der deutschen Sprachdatei und habt im Endeffekt einen ja, installierten alternativen Firefox. Wie gesagt, das ist auch recht einfach zu benutzen. Tor ist, soweit ich weiß, hier integriert. Neues privates Fenster mit Tor. Kann man ja auch mal theoretisch gucken. Also, über den Tor kriege ich die IP-Adresse 185.220.117. Über meinen Nicht-Tor-Browser bekomme ich ja, JavaScript ist deaktiviert, das ist mir klar. So, habe ich eine andere IP-Adresse. Also ihr seht, es läuft doch schon irgendwie über das Tor-Netzwerk. Theoretisch könnten wir jetzt mal gucken. Da müsste nämlich jetzt eigentlich auftauchen, this is a Tor Exit Node. Bingo, das ist der Tor Exit Router. Das heißt, wir laufen hiermit zumindest schon mal nicht über unsere normale IP-Adresse. Wobei, wenn euch irgendeiner Angst machen möchte, von wegen, oh, ich habe deine IP-Adresse, ich werde dich hacken. Good luck, die ändert sich alle 24 Stunden, es sei denn, ihr seid Kabelkunde. Da müsst ihr euren Router resetten, dass ihr da eine neue IP-Adresse kriegt. Und was IPv6 angeht, die werden ohnehin rotiert. Also, ja, wenn euch irgendjemand erzählen will, ich habe deine IP-Adresse und ich hacke dich jetzt, zieht einfach mal einen Stecker am Ruder, steckt ihn wieder rein und sagt, na, viel Spaß. Funktioniert übrigens auch, wenn ihr irgendwie wieder so ein kleines Kiddy beim Konsolenzocken habt, ja, der euch dann DDoSen will. Wenn ihr merkt, eure Leitung geht runter, Stecker ziehen, Stecker wieder reinstecken, kriegt ihr neue IP und der möchte gern DDoS-Angriff des kleinen Skript-Kiddy-Idioten läuft natürlich dann auch ins Leere. Ja. Ansonsten, anonym und sicher surfen. Wie gesagt, guckt euch die beiden Videos an, die ich euch noch verlinken werde. Die können das, glaube ich, wesentlich besser und wesentlich effektiver erklären wie ich. Allerdings geht es halt natürlich auch darum, na, ein bisschen Hirn benutzen. Ja, wenn ich mich natürlich beim Surfen direkt auf Facebook einlogge, ist natürlich klar, da bin ich nicht mehr anonym. Das ist genauso wie was zum Beispiel auch bei der Forensik gemacht wird, das ist, wenn es um Cybercrime geht, wird wirklich analysiert. Nehmen wir mal an, irgendjemand knackt wirklich euer System und es kommt jemand zu Schaden und die Polizei fängt an, euren Rechner zu zerlegen. Dann, je nachdem, wie schwer das Ganze ist, wird teilweise wirklich analysiert, wie ist ein Code geschrieben, welche typischen Bezeichnungen kommen drin vor. Es wird verglichen mit anderen Code-Schnipseln, die man schon in anderen Vorfällen gefunden hat, dass man halt wirklich. So wird zum Beispiel auch ABT23 permanent identifiziert. Also sämtlich die chinesische oder koreanische Hackergruppe, die ja öfters mal hier so auftaucht, werden auch über ihre Code-Schnipsel. Die Art, wie man einen Code schreibt, werden darüber analysiert. Also es ist wirklich Fingerprinting, nennt man sowas übrigens. Also auf dem Level, na ja, anonym ist, man kann es im Endeffekt schwerer machen, aber wirklich 100% anonym erfordert sehr, sehr,
sehr viel Selbstdisziplin. Theoretisch könnte ich auch sagen, nehmt euch einen Laptop und loggt euch niemals in eurem eigenen Netzwerk ein, sondern nutzt immer nur Hotspots. Das ist auch eine Möglichkeit, um anonym zu bleiben. Allerdings müsst ihr dann auch wieder aufpassen, weil wenn ihr euch natürlich immer in Hotspots in eurer Gegend einloggt, irgendwann kann man dann auch sagen, oh, der kommt irgendwo aus der Gegend, weil er loggt sich immer über Hotspots aus dieser Gegend ein. Das heißt, ihr müsst es dann wirklich in Deutschland oder eine Welttournee starten, um wirklich, wirklich hundertprozentig anonym zu sein. Und das auf Dauer, ja, das ist auch einer der Gründe, weswegen ich immer sage, man kann anonym bleiben. Allerdings ist es einfacher, sich einfach nur an geltendes Recht zu halten. Und ganz ehrlich, ich bezweifle, dass irgendjemand eine riesige Kampagne startet, euch zu finden, nur weil ihr jetzt, keine Ahnung, irgendwo mal ein Bonbon geklaut habt. Also es ist auch eine gewisse Art, wie sagt man immer so schön, die Daten, es ist nie das Ziel, Daten sicher zu kriegen, es ist immer das Ziel, die Daten uninteressant zu machen. Ja, ist halt nur dann interessant, wenn, ja, wenn ihr irgendwas habt, womit man Geld machen kann. Ja, sagen wir mal, eure Konten haben 2000 Euro. Ja, 2000 Euro auf eurem Bankkonto. Ja, wenn ich aber dann 2200 Euro investieren muss, um an euer Konto zu kommen, um dann 2000 Euro zu kriegen, ist es uninteressant, weil ja, ich verliere ja dadurch Geld im Endeffekt. Ja, also es ist immer eine Frage, wie viel Gewinn kriege ich für meine Hackerarbeit? Ja, und das ist halt auch, das muss man sich halt auch ein bisschen bewusst werden. Das ist genauso wie das typische, ich erzähle es auch immer wieder gern. Oh, ich brauche unbedingt WLAN-Passwort, ich brauche unbedingt die WPA2 und WPA3-Verschlüsselung für mein WLAN. Nein, brauchst du nicht. Ja, warum denn nicht? Dein Nachbar hat einen offenen WLAN-Hotspot. Ja, also, wer soll da jetzt hier, keine Ahnung, meine Oma, meine Mutter, meine Schwester, meinen Bruder hacken, nur um ins Internet zu kommen, wenn der Nachbar nebendran einen offenen WLAN-Hotspot hat? Ja, also, wie gesagt, IT-Sicherheit ist ein sehr interessantes, sehr weit gefasstes Thema. Es gibt zum Beispiel ein paar klitzekleine Tricks, wie man auf einem Server 98,9% sämtlicher Angreifer einfach abwehrt. Das ist nicht mal 5 Minuten Aufwand. Man installiert sich Fail-to-Ban, man legt den SSH-Port um und gegebenenfalls kann man sich noch ein Sinkhole einbauen. Also ein Sinkhole ist was, sämtliche Verbindungen laufen einfach ins Leere. Es wird nicht gesagt, mich gibt es nicht, sondern es wird einfach eine Falle ausgelegt, dass Leute da, ja, Tarhole heißt es, glaube ich. Tarhole, Sinkhole. Dass man einfach Hackern Ressourcen klaut, also automatisierten Hackern, Hackversuchen Ressourcen klaut. Kann man innerhalb von 5 Minuten aufsetzen, legen 98 bis 99% aller Angriffe lahm. Diese 98% hat man aber auch nicht zu fürchten, weil die so dämlich, so automatisiert sind, um da reinzufallen, muss man entweder stinkfaul sein und seinen Server absolut nicht mal also wirklich offen wie ein Scheunentor konfigurieren. Oder man war einfach nachlässig. Was man eigentlich verhindern will oder was das Interessante sind diese 1%, die noch da oben drauf kommen. Weil das sind nämlich die, die nicht automatisiert laufen. Das sind die, die ein Interesse haben, auf diesem Server zu kommen. Meistens ein persönliches Interesse oder ein staatliches Interesse. Und die abzuwehren, das ist dann interessant. Ah, und das ist dann auch wieder der Punkt, wo ich mir dann überlege, macht es sich überhaupt Sinn? Macht es überhaupt Sinn, solche Leute abzuwehren? Macht sich vielleicht doch lieber Sinn, so einzuladen und zu sagen, hey, was immer du willst, guck doch nach, hier ist nichts von Interesse für dich. Ja, du hast gerade eben Geld verschwendet. Einfach nur, ja, wie gesagt, man kann ein System niemals zu 100% sicher machen, man kann es aber zu 100% uninteressant machen. Und ja, das schweift halt auch ein bisschen aus. Das ist auch ein bisschen ein Schwafelvideo. Wie gesagt, ich wollte euch im Endeffekt nur das mit dem Tempelfest zeigen, weil das halt wirklich was ist, was die Sicherheit effektiv erhöhen kann, wenn richtig gemacht. Ja, und das war es eigentlich soweit davon. Ich werde demnächst vielleicht noch ein Video machen, wie ich meine Oberfläche hier so ein bisschen einrichte. Aber prinzipiell, wobei, machen wir es doch einfach mal, bevor wir schon da sind. Tweaken des KDE-Desktops. Ja, also, wenn ich schon meinen Rechner neu einrichte.
Das Erste, was ich mache, ist, ich habe ja hier KDE, meine Stadter, ne? Also ich klicke hier drauf und ne? Ähnlich wie bei Windows 10, einfach nur, ich habe mich daran gewöhnt, mir gefällt es. Mir gefällt aber das Plasma-Symbol hier nicht. Ja, mag schön sein, aber ich möchte hier halt, das lasse ich mir eigentlich nicht nehmen. Ich möchte hier ein anderes Symbol haben. Und man kann das eigentlich auch recht einfach ändern. Nein, du bist nicht das Anwendungsmenü. Genau. So, also Rechtsklick, Anwendungsmenü einrichten und hier kann ich mein Symbol ändern. So, und hier habe ich eigentlich immer gerne. Oh. Ich kriege hier kein Arch-Symbol. Ah, sonstige Symbole. Arch Linux Logo. Das möchte ich hier haben. Anwenden. Und schon haben wir hier unser Arch Logo. Das ist Punkt Nummer 1. So, dann gehen wir mal in die Einstellungen rein. So, globales Design. An und für sich habe ich hier Breeze Hell, Breeze Dunkel, Oxygen. Sieht alles recht. Ein blauer Schimmer. Nee, das gefällt mir überhaupt nicht. So, dann können wir mal gucken. Globale Designs herunterladen. Filtern wir doch mal nach den Highest Rated. Sweet KDE, Highest Rated, Chrome OS Global Theme. Nee. Aritim. So, für die Leute, die von Windows 10 kommen, kann man das auch mal probieren hier. Dark Light Light. Dark ist, glaube ich, das Standard bei Windows. Das wäre, glaube ich, mehr so Mac. Oh, für KDE Desktop. Nordic. Ah, hier kommen wir zu der Mac-Fraktion. So, entpackt eine ZIP-Datei mit SDDM-Design an Speicherplatz. Genau, das wollen wir ja. Das haben wir gerade eben heruntergeladen. White Sur, also White Sur, Big Sur. Ja. Mal gucken, was haben wir hier gekriegt. Ja, schaut ein bisschen Windows-lastig aus. Ist jetzt aber nicht wirklich mein Fall. Aretim. Ja, es schaut ein bisschen Mac-lastiger aus hier. Oh, das hat einen netten Glass-Effekt. Das finde ich auch nicht schlecht. Aber gut, man kann es ja noch anpassen. Ich bleibe jetzt erstmal bei Breeze, weil. Ja, wobei. Breeze dunkel. Genau, dunkel gefällt mir immer besser. So, Plasma-Stil. Hier kann man es dann nochmal extra anpassen. Ich kann zum Beispiel hier auch sagen, ich möchte, ja, ich sitze hier unten an der Taskleiste. Ja, Aretim Flat Blur. Das ist dann auch wieder mit so einem schönen Glass-Effekt im Hintergrund so ein bisschen. Das kann man eigentlich mal lassen. So, Anwendungsstil. Bin ich ein großer Fan. Oxygen finde ich da wirklich angenehmer. Oxygen oder Fusion? Oh, ich glaube, ich bleibe mal mit. Ich glaube, ich bleibe mal bei Fusion. Ja, das sieht eigentlich recht angenehm aus. Ja, das kann man mal lassen. So, Fensterdekorationen. Und das habe ich immer geändert, weil, nee, das geht mir gar nicht. So, und zwar gab es da den Glass-Effekt. Oh, Blur Classic V2, V3. Nehmen wir doch mal den V3. Black Glass und Classy. Einer von denen war das, glaube ich, den ich immer hatte. Black Glass war es schon mal nicht. Das sieht mir so eigentlich Windows-lastig aus. Was ist Classy? Ah! Das schaut eigentlich recht angenehm aus. Ja, das kann man mal lassen. So, Farben. Farben ist ein ganz heikles Thema. Da bin ich persönlich ein großer Fan von Numix. Ich weiß nicht warum, es gefällt mir irgendwie. Ah, jetzt ist es natürlich wieder hell. Gab es da nicht auch mal Numix Dark?
Das hier war Nubix Dark. Aber das ist wieder so ein Ubuntu-Farbschema. Er wollte es nicht installieren. Oder ich bin nur zu blöd, es zu finden. Ah, jetzt hat er irgendwas. Was ist eigentlich Creta Dark? Ja, das kann man eigentlich auch mal lassen. Wobei. Ah, da haben wir es. Nee, das ist mir wieder zu dunkel. Irgendwas Dunkles, aber nicht zu. Ja, das schaut eigentlich ganz gut aus. So, aber den Anwendungsstil. Ja, doch, Oxygen war es. Genau, Oxygen war immer der Destill, den ich hatte. So, Symbole. Da gab es ein paar recht angenehme. Also prinzipiell könnt ihr immer filtern nach Highest Rated oder Most Downloaded oder was weiß ich. Dann werden euch eigentlich mit die angezeigt, die eigentlich, ich sag mal, am beliebtesten sind. Allerdings ist das halt auch natürlich alles Geschmackssache. Zum Glück. Also ich möchte niemals, ich hoffe nicht, dass sich irgendwann mal so ein Universalgeschmack durchsetzt, den dann jeder hat, weil Individualisierung ist eigentlich was recht Schönes. Material Black Colors, oh, die volle Dröhnung. Oh, Numix. Numix ist eigentlich immer schön. Blueberry Numix. So. Ah, stimmt. Die Konsole hat zum Beispiel kein Icon mehr. TeamSpeak hat kein Icon mehr. Ah, ja. Na? Habe ich jetzt versehentlich gelöscht? Nö. Jetzt hat er es übernommen. Ja, wie gesagt, es ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Die schauen schon ein bisschen komisch aus. Ja, mir gefallen sie nicht so wirklich. Was haben wir denn bei Breeze Dunkel? Ach, da fehlt uns ein Icon für TeamSpeak. Es fehlt ein Icon für Slack. Es fehlt ein für Teams. Was sagen denn die Voreinstellungen? Die Voreinstellungen sagen uns, wir haben gerade sämtliche Icons gekillt. Verdammt. Ah ja, das muss ich irgendwann später mal wieder fixen. Zeiger, da gibt es eigentlich immer einen, den ich persönlich gerne nehme. Das ist genau der hier. Ich weiß nicht warum, ich finde ihn einfach schön. Wer natürlich hier die klassischen Windows-Zeiger haben will, kann sich die natürlich eben auch noch mit runterladen. Oder man kann sich hier auch generell mal so ein bisschen umgucken. Ja, wie gesagt, highest rated. Das sind die ganzen nochmal in Schwarz. Das sind, glaube ich, die, die ich momentan habe. Genau, Light. Ich habe sie in Light. Ich denke mal, es gibt da auch ziemlich viel. Suchen wir mal noch etwas. Cat gibt es auch ein paar wohl. Fossa, ja, okay, hat nicht wirklich viel mit Katzen zu tun. Aber prinzipiell, wie gesagt, kann man hier auch mal Größe. Wieso kann ich die Größe hier nicht festlegen? Ah, jetzt sind sie etwas kleiner, genau. Bei manchen kann man hier auch die Größe festlegen. Ja, wie gesagt, ich wollte es jetzt auf der Größe haben.
So, Verhalten des Arbeitsbereichs, Arbeitsflächeneffekte. Das ist vielleicht noch was interessant, weil das habe ich auch ab und zu mal drin. Ist halt ein recht lustiger Effekt. Aber natürlich, wie alles andere, Effekte brauchen natürlich auch Ressourcen, wenn sie laufen. Dunkelt inaktive Fenster ab. Das sieht man jetzt hier. Na, also sie werden etwas dunkler, was auch recht interessant sein kann. Das hier ist jetzt ein etwas. Ja, also. Ist halt ein netter Effekt. Wer es braucht, ich brauche es eigentlich weniger. Braucht halt auch alles Zeit, wenn es so eine Animation läuft. Animierter Desktop-Würfel. Ja, da gab es aber auch. Nee. So eine Spielerei brauche ich eigentlich nicht. So, lässt Fenster beim Wechsel vom virtuellen über den Bildschirm gleiten. Habe ich überhaupt virtuelle Desktops? Ich habe gar keine virtuellen Desktops, dann kann ich es auch auslassen. So, Animation beim Öffnen und Schließen, verblassen. Ja, genau. Zack. Zack. So, und das kann man aber, glaube ich, noch bearbeiten. Na. Ändere die Fenstergröße langsam beim Ein- oder Ausblenden. Habe ich jetzt nichts gemerkt? Kann man einstellen. Gut, da will ich jetzt mal nicht wirklich so rumprobieren. Bleibt eigentlich immer gleich. Aber gut. Lassen wir es mal. Animation der Arbeitsfläche. Fensteröffnung, Eye on Screen. Erscheinungsbild, Abmeldung anmelden, auseinanderfallen. Lässt geschlossene Fenster auseinanderfallen. Okay. Ist ein netter Effekt. Aber würde mir auf Dauer, glaube ich, tierisch auf die Nerven gehen. Berührungspunkte anzeigen. Ja, ich habe kein Touchscreen. So, Bildschirmkante bei Annäherung hervorheben. Ah, Snappy Windows ist da, glaube ich, auch so ein Punkt, aber man sieht es auch. Na? Also er dockt hier immer so ein bisschen an. Also der Grund, warum ich das hier so schön treffe, ist nicht, weil ich so gut bin, sondern einfach nur, weil es hier so ein bisschen klebrig ist. Mausspur. Das war aber, glaube ich, mit einem Button, oder? Meta Shift F12. Ja, aber wie starte ich den Spaß? Umschalttaste gedrückt halten. Ach, Umschalt und Meta? Ah, okay. Okay, ja. Und Meta, Shift und F12 macht's weg. Ah, okay. Ja, brauche ich jetzt eigentlich weniger. Wäre vielleicht für die Videos mal interessant. Ihr müsst hier klicken. Oder hier klicken. Oder ihr müsst hier klicken. Ja, ich glaube, dafür wäre es, glaube ich, sogar recht interessant. Verdammt, wo war das jetzt? Mausspur. Genau, weg. Schweben. Lässt digitale Dialogfenster langsam herein und herausschweben. Nee, danke. Also wie gesagt, über Effekte kann man hier ziemlich viel machen. Bildschirmränder. Ja, da kann man halt sagen, was soll passieren, wenn man jetzt hier klickt. Ja, keine Aktion. Fenster zeigen alle Arbeitsflächen. Ja, funktioniert bei mir nicht so wirklich. Ich glaube, ich habe es auch nicht aktiviert. Ah. Rand deaktiviert, genau. Touchscreen haben wir keinen. Bildschirmsperre. Bildschirm automatisch sperren nach 5. Nee. Automatisch sperren nach 30 Minuten bei mir. Entsperren ohne Passwort erlauben für 5 Sekunden. Da mache ich mal 10, wenn es doch mal passiert. So, virtuelle Arbeitsflächen könnten wir theoretisch machen. Die Frage ist, genau, jetzt kann ich dann hier eben umschalten. Zack, zack.
brauche ich jetzt aber, ich persönlich brauche es weniger, ich habe drei Monitore. Aktivitäten, ich glaube, da habe ich noch nie irgendwas gemacht. Da müsste ich jetzt selber auch in die Doku gucken, was damit gemeint ist. Fensterverwaltung, Fensterverhalten, da bleibe ich mal raus. Da habe ich noch nie mitgearbeitet. Ich habe, glaube ich, einmal mitgearbeitet, haben wir damals so mein KDE zerschossen, dass ich nochmal neu anfangen musste. So, gehen denn meine Shortcuts? Der geht nicht. Genau. Nicht Fensterverwaltung. Kurzbefehle. Eigene Kurzbefehle. Okay, Runner, genau. Das wäre Alt, Shift und F2. Genau, das ist dieser K-Runner. Das ist im Endeffekt das, was unter Windows, glaube ich, das Statt-Ausführen ist. Genau. Das war unter Windows, war das Statt-Ausführen. Und da habe ich mich auch eigentlich so dran gewöhnt. Nein. Windows R war das bei mir nämlich immer. Genau, Windows R kriege ich hier oben. Und hier habe ich dann meine Systemeinstellung. K-Runner, genau. Das ist eigentlich ganz gut so. Danke. Kurzbefehle waren wir, genau. Dann Windows-Taste E ist mein Explorer. Genau, der geht hier auch immer schön auf. Windows L wäre der Lockscreen. Genau, geht auch. Da muss ich nachher mal ein Video gucken, ob das aufgenommen wurde. So, damit habe ich eigentlich meine hauptsächlichen Befehle. So, das waren eigentlich meine Hauptbefehle, die ich setzen kann. Starten und beenden. Ah, genau. Da wollte ich noch einstellen. Mein STDM Login Manager. Ah, ihr seht, das ist der Bildschirm, der euch gezeigt wird, wenn ihr euch bei eurem KDE einloggen wollt. Geht übrigens auch nur, wenn ihr den SDDM mit installiert habt, also den Simple Desktop Manager. In einem Video, wie installiere ich KDE mit SDDM, wird es auch gut erklärt. Also denke ich mal, dass ich es gut erklärt habe. Und den kann ich hier eben mittels dieses KDE-Moduls konfigurieren. Und da hatte ich nämlich eigentlich immer den Sweet Mars. Der war eigentlich recht angenehm. Also prinzipiell, nein, den hatte ich. Nicht den Mars. Aber wie gesagt, es gibt hier auch Sortieren nach Neuheit. Na, die neuesten oben. Es gibt da auch teilweise welche, die wirklich, wirklich schön sind. Ja, also hier sieht man es auch mal etwas größer. Ja, euer Login-Screen mit eurem User-Bildchen und so weiter und so fort. Der Lyra ist DDM-Theme. Ach, der ist mir jetzt ein bisschen schwarz. Aber wie gesagt, prinzipiell kann man es damit eigentlich recht schön managen. Und ich hatte den hier und hatte da aber einen eigenen Hintergrund. Nein. Ach, den habe ich noch nicht konfiguriert. Stimmt, mir fehlt da mein Bildchen. Ah, vielleicht finde ich es im Internet. Das hier war es nämlich. Genau. Optimized for your screen. Das wage ich zwar zu bezweifeln, aber es ist doch recht groß.
Tatsache, 3100. Wow. Okay, das können wir mal gut. So. Aus Datei laden. Zack. So. Anwenden. Leider kann ich das nicht zeigen, weil dazu muss ich mich wirklich ausloggen und dazu müsste ich den OBS beenden, was glaube ich nicht so toll wäre. Aber gibt es da nicht irgendwie. Nee, schade, gibt keine Vorschau. Nicht so wie beim Stadtbildschirm. Da gibt es nämlich eine Vorschau. Zack. Nee, das möchte ich beim Start von meinem KDE-Bildschirm definitiv nicht sehen. Das ist im Endeffekt das Startfensterchen, wenn ihr euch einloggt, bis euer KDE komplett geladen ist. Das ist eigentlich auch immer recht schwer, da was Gutes zu finden, weil immer wenn ich ein Bild kriege, ist es aufgrund von meiner Desktop-Auflösung von 3000 mal irgendwas so verpixelt, dass es einfach nicht mehr schön aussieht. Das heißt, ich müsste normalerweise immer mit irgendwelchen Vektorgrafiken bleiben. Na, wieso kann ich nicht runterladen? Ah. Highest rated. Ja, da frage ich mich auch manchmal, was da für Geschmacksverirrungen teilweise dabei sind. Harmony, der schaut nicht schlecht aus. Simples KDE, das kann man auch mal mitnehmen. Manjaro Colors, Antimateria. Der ist auch recht simpel. Ich hatte mal eine Art Katze. Tja, wenn ich den Namen noch wüsste. Miss Fallout? Okay. Nein. Ja, auf Deutsch suchen bringt schon mal gar nichts. Wie habe ich das Ding damals gefunden? Na, egal. So, und gucken wir uns nochmal das hier an. Nein, das ist zu pixelig. Dann, der war doch auch recht einfach gehalten. Ja, der ist wirklich sehr einfach gehalten. Dann gab es noch den Harmony. Wie gesagt, da kann man, glaube ich, auch Stunden mit verbringen. Stunden, Tage, Wochen, Monate, bis man da mal irgendwas gefunden hat, was einem wirklich gefällt. Selbst erstellen wäre, glaube ich, auch nicht schlecht. Aber dazu müsste ich erstmal dahinter steigen, wie. Oh, Arsch. Irgendwas Animiertes vielleicht. Wäre cool, wenn nicht mein elendig breit gezogener Bildschirm wieder im Weg wäre. Ach, das habe ich ja gerade. Den kann man, glaube ich, mal lassen. Ist halt KDE und kein B-B-B-Plasma. Das ist halt auch wieder so breit gezogen.
Nein, nein, absolut nicht, nein. Interessanterweise kann ich die aber scheinbar nicht mehr löschen. Was haben wir hier noch? Auch wenn ich gerne Star Trek gucke, aber nee. Bleiben wir bei den simplen KDE. So, benachrichtigen Benutzer. Genau, hier könnt ihr für euren Benutzer noch euer Profilbild einstellen. Ja. Oder ihr könnt hier auch gerne ein eigenes Bild wählen. Wie gesagt, liegt völlig bei euch. Euren Benutzernamen vergeben, eure E-Mail-Adresse müsst ihr nicht. Könnt ihr einfach so lassen, wie ihr wollt. Und ich hoffe, ich habe nicht mein eigenes Bild jetzt gerade. Nein, ist noch da. Okay. Regionale Einstellungen, da waren wir, glaube ich, vorher. Hier könnt ihr es eindeutschen. Formate auch auf Deutsch einstellen. Rechtschreibprüfung. Was ich euch empfehle, ist, detaillierte Änderungen werden hier oben angenommen. Zeitzone sollte eigentlich automatisch synchronisiert werden. Bin ich mir aber auch gerade automatisch einstellen. Genau. Zack. So, Anwendungen, Dolphin, Thunderbird, Konsole, das passt eigentlich auch so, wie ich es will. Der Standardbrowser ist bei mir der Brave. So, jetzt könnte ich hier theoretisch noch Dateizuordnungen setzen, mit welchem Programm das aufgeführt werden sollte. Da fehlt mir noch der Strawberry. So, Audio Player. Ist mir gerade so eingefallen. So, hier kann ich dann auch festlegen, was meine einzelnen Ordner sind. Das ist auch recht schön, wenn man die umlegen will. Kann man zum Beispiel auch auf Netzlaufwerk legen. Das wäre auch interessant. Zugangshilfen brauche ich keine. KDE Passwortspeicher brauche ich jetzt eigentlich nicht, weil ich meine Sachen selbst mache. Online-Zugänge, das wäre vielleicht noch interessant, weil hier kann man eventuell einen vorhandenen Nextcloud-Account reinmachen. Telegram, Office 365 habe ich nie ausprobiert. Sage ich euch ganz ehrlich, ich werde es wahrscheinlich auch nie ausprobieren, weil ich dafür die jeweiligen Tools verwende, wie zum Beispiel hier den Telegram Messenger oder eben meinen eigenen Nextcloud-Client, der hier hundertprozentig auch irgendwo rumoxidiert. Oder auch nicht. Er müsste laufen. Ja, also er läuft. Warum ich ihn jetzt unten. Ah, da ist er. Wie gesagt, funktioniert auch. Ja, ich weiß halt auch nicht, inwiefern der Client hier, der KDE-native Client funktioniert, was die Dateisynchronisation angeht. Von daher nehme ich lieber den Original-Client. Netzwerk, haben wir einen Network Manager installiert. Ich glaube nicht, dass ich da irgendwas machen muss. Hat bisher auch alles funktioniert, Eingabegeräte, Anzeige und Monitor. Hier wäre es vielleicht interessant zu wissen, dass wenn ihr mehrere Monitore habt, die immer auf 60 Hz eingestellt sind, ob eure Monitore mehr können, könnt ihr hier einfach mal nachgucken. Ja, also standardmäßig 60. Interessant ist hier auch der Kompositor. Wenn ihr eine AMD-Grafikkarte habt oder eine Intel-Grafikkarte, könnt ihr hier getrost immer aufs Höchste gehen. Das Höchste ist eigentlich immer das Bevorzugte. Bei Nvidia müsst ihr es ausprobieren. Nachdem Nvidia so beschissene Linux-Treiber hat, müsst ihr es da einfach ausprobieren, ob es funktioniert oder ob ihr dann Grafikfehler kriegt. So, Drucker. Ja, wenn ihr den Drucker habt. Der Druckerdienst ist nicht verfügbar. Ja, stimmt. Drucker. Nennt sich CAPS. Na, immer noch nicht verfügbar. Ach, stimmt, ich brauche hier auch noch für meinen Drucker die HP Libraries.
weil ich habe den HP-Drucker. So, und warum mag der mir hier jetzt nicht? Ah. Also Cups müsst ihr noch installieren und sudo systemctl start cups-daemon. Ach komm, Mensch. Was? Could not be found. Ach doch, nur cups-service. Und enablen müsst ihr den auch noch. So, und eigentlich müsste hier jetzt, genau, jetzt läuft hier auch die Druckerverwaltung. Klicken Sie hier, um einen neuen Drucker hinzuzufügen. So, er hat ihn auch direkt gefunden. Und das Ganze ist ein HP LaserJet. Ach, ich muss ja M26. Oh. Oh. Jetzt muss ich mal nachgucken. Nicht, dass ich da was Falsches mache. Das ist ein LaserJet Pro. MFP. Ja, der ist aber auch nicht dabei. Mist. Ah, doch, nee. 225 bis 227. Es läuft aber alles über die gleichen. M26NW. Na, also da ist er doch. So, mal gucken, ob er funktioniert. Das ist mein Standarddrucker. Ja, spuckt mir schon mal was aus. Ja, und die Testseite funktioniert auch. Das heißt, damit wäre mein Drucker sogar eingerichtet. So, KDE Connect ist ein schönes Tool. Damit könnte ich jetzt mein Handy noch hier reinziehen. Muss ich mir aber erst die KDE-Installations-App, die KDE-App auf dem Handy installieren. Ja, kann man machen. Ich mag es nicht. Ich habe ungern meine Geräte so stark verzahnt. Und Systeminformationen. Thunderbolt habe ich hier am Rechner nicht. Damit könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr einen Laptop mit Thunderbolt habt und habt da eine Dockingstation dran, könnt ihr das hier verwalten. Ihr könnt generell Thunderbolt-Geräte hier verwalten. Aber wie gesagt, ich habe keinen Thunderbolt auf dem Rechner hier. Wechselmedien ist im Endeffekt, no, ja, was soll damit geschehen, wenn ihr irgendein bestimmtes Gerät anschließt? Zum Beispiel könnt ihr damit einrichten, wenn ich eine Kamera anschließe, werden automatisch die Bilder darüber kopiert. Wo sie hin kopiert werden sollen und so weiter. Speichergeräte, ja, das hat nochmal eine Übersicht. Hier sieht man auch DM0, DM1 sind meine verschlüsselten Geräte. Boot ist eben meine Bootpartition. Und mein ZFS Storage ist ja auch noch mit angegeben. Und dann habt ihr noch die Systeminformationen mit eben allen aktuellen Versionen, was ihr so gerade am Laufen habt. Ja, das ist so Grund. Legende Installation von oder Grundkonfiguration von Arch. Ja. Ich hoffe, es hat ein bisschen geholfen.